Ich bin sehr glücklich, hier im kirchlichen Rahmen sprechen zu können. Ich komme darauf gleich auch nochmal zurück, denn ich bin im Prinzip über diese Schiene der Rechtskatholiken oder auch der rechten Christen innerhalb des Protestantismus bin ich tatsächlich als sehr gläubiger Mensch auf dieses Thema aufmerksam geworden, weil ich sehr irritiert war, was ein Teil meiner christlichen Mitgeschwister dort so ab spätestens Ende 2013 im Internet alles an Hass und auch auf Fremdenfeindlichkeit von sich gab. Zu meiner eigenen Verortung, ich sage das alles als Liberalkonservative, also ich bin nicht links. Und mir ist es ein besonderes Anliegen, eine klare Grenze zu ziehen zwischen dem, was noch konservativ ist und was schon rechts ist. Beginnen möchte ich damit, das wissen Sie vielleicht, vielleicht wissen Sie es auch nicht, wie abfällig diese Szene, die neurechte Szene, wie abfällig auch die AfD ganz konkret über Sie, die Caritas und auch über die Diakonie spricht. Der Vorsitzende der AfD Bayern, Herr Petr Bistron, hat im Sommer in der Huffington Post einen Artikel veröffentlicht und ich lese Ihnen mal vor, was er dort geschrieben hat. Zitat: Hier klatschen sich die Profiteure der Asylkrise gegenseitig auf die Schultern und verkaufen es auch noch als einen Akt der Nächstenliebe. Die Amtskirchen verdienen über ihre Wohlfahrtsverbände alleine an der Flüchtlingskrise mehrere Milliarden Euro im Jahr. Die beiden Amtskirchen haben aus kommerziellen Gründen ein massives Interesse an weiterer Zuwanderung. Die vordergründig propagierte Flüchtlingsfreundlichkeit finanziert nämlich eine gigantische Wohlfahrtsindustrie unter dem organisatorischen Dach der Kirchen. Das heißt nichts anderes, als dass der Caritas und auch der Diakonie Empathie und echtes Interesse an Flüchtlingen einfach abgesprochen wird. Und man so tut, als würde das alles nur aus ökonomischem Kalkül erfolgen. Ein sehr perfides Argument. Das Ganze läuft unter dem Stichwort Asylindustrie. Ist vielleicht auch ein Wort, was Sie kennen. Also die Caritas wird abfällig als Asylindustrie bezeichnet. Als ich auf den Vortrag hier auf Facebook hingewiesen habe, schrieb mir auch prompt ein AfD-Mitglied: Jetzt sprechen Sie schon also bei der Asylindustrie. Wer nun glaubt, das sei einfach nur ein nicht weiter bedeutender Landesvorsitzender aus Bayern, irrt, denn Volker Petri bläst in dasselbe Horn. Volker Petri hat im Mai ein Interview gegeben gegenüber dem Deutschlandfunk. Da fragte sie, der Interviewer, genau, ob eben, also er sagt, es wird aus Reihen der AfD wird der Caritas oder wird den karitativen Verbänden vorgeworfen, ein Geschäft mit der Flüchtlingskrise zu machen, ob Frau Petri sich das zu eigen machte. Und sie antwortete wie folgt: Nun, dass es sowohl bei der Diakonie als auch bei der Caritas eine starke Verflechtung in die Aufnahme von Flüchtlingen, das Bereitstellen von Räumlichkeiten und damit auch natürlich eine Partizipation an den staatlichen Mitteln gibt, das ist nun, und dann führte sie das weiter aus. Auch da keine Spur von Respekt, keine Spur von Empathie. Die schon zitierten neuen Studien belegen, dass es eben leider kein Gedankengut mehr ist, was in den Reihen der AfD nur zu finden ist. Die schon zitierte Mitte-Studie von Professor Zick aus Bielefeld besagt, dass mittlerweile 34,7% der Deutschen sagen, dass sie sich durch die vielen Muslime wie Fremde im eigenen Land fühlen. Und der gleiche Prozentsatz sagt auch, es leben zu viele Ausländer in Deutschland. Es gibt eine weitere Studie, die ist noch erschütternder, das ist der Sachsen-Monitor, der vor wenigen Tagen erschienen ist. Und dort kann man nachlesen, dass in Sachsen mittlerweile 56% glauben, das Land sei überfremdet. Und ebenfalls 58% glauben, dass man die Einwanderung von Muslimen ganz generell unterbinden muss. Wie ich eingangs schon sagte, bin ich sozusagen durch dieses rechtskatholische Milieu zu diesem Thema gekommen, in Kreisen, die mich damals bewegt habe. Da fand man plötzlich all diese Kampfbegriffe, da fand man Leute, die redeten von Blockparteien, also machten die etablierten Parteien verächtlich, propagierten Sarrazin, später auch noch Pirinci. Und das Interessante ist, dass der Hauptfeind dieser Leute unter anderem der Heilige Vater ist, Papst Franziskus.
der gerne beispielsweise als Plapperpapst verächtlich gemacht wird oder noch Bergoglio genannt wird, als er muslimische Flüchtlinge besucht hat auf einer, ich glaube es war Lampedusa, das wurde ihm massiv angekreidet, ebenso als er diese Fußwaschung gemacht hat und auch Muslime einbezogen hat, als ein absolutes Hassobjekt. Und er wiederum hat diese Leute ganz gut durchschaut. Er spricht in Evangelii Gaudium von einer narzisstischen Kirchlichkeit, von Leuten, die die Kirche am liebsten ein Museumstück verwandeln möchten. Das sind alles Kreise, die im Grunde dann auch damals schon diskutierten, warum er denn keine roten Schuhe trägt. Und wir erleben, und damit leite ich über sozusagen zum allgemeinen Teil, wir erleben tatsächlich im Moment in beiden Kirchen, aber auch in der katholischen Kirche eben eine wirkliche Art Kulturkampf. Thomas Seiterich, ein katholischer Publizist, hat das Anfang des Jahres sehr gut beschrieben auf katholisch.de. Er sagt, es gibt starke Stimmen mittlerweile, starke Stimmen sozusagen im Kirchenmilieu, die im Grunde diese schöne, universelle, menschenfreundliche Religion in eine Art weiße Stammesreligion verwandeln wollen. Und das Interessante ist, dass, wenn man sich diese Szene näher anschaut, mittlerweile eben selbst konservative Bischöfe wie Erzbischof Schick in Ungnade gefallen sind, seit sie Pegida kritisiert haben. Und das neueste Feindbild ist Kardinal Wölki, seit er das Flüchtlingsboot vor dem Kölner Dom aufgestellt hat, ist auch er einer der Hauptfeinde dieser Szene. Matthias Kamann, ein Weltredakteur, schrieb sehr treffend, dass es im Grunde erzkonservative Kreise sind, die erwarten, dass die Kirche eins zu eins ihr politisches Weltbild umsetzt, und wenn sie das nicht tut, dann fällt sie eben in Ungnade und dann wird man auch antiklerikal und dann beschimpft man auch den Papst und Wölki und andere. So, wo kommt das alles her? Wir erleben diesen Diskurs, plötzlich liest man überall Begriffe wie Volksverräter, wie Lügenpresse, jakobinischer Tugendterror, Invasoren aus dem Morgenland, plötzlich in aller Munde auch Begriffe wie Überfremdung, eigentlich ein Begriff seit 45 nicht mehr gehört. Der Diskurs in Deutschland hat sich verändert, und wer glaubt, das kommt einfach aus dem Nichts, irrt. Man kann über die Gründe spekulieren, es gibt einen Strauß von Ursachen, es gibt sicherlich auch Menschen, die sich abgehängt fühlen, die deshalb AfD wählen oder die wie in den USA Trump wählen. Aber die Statistiken zeigen insgesamt, dass es hauptsächlich Menschen eigentlich eher aus der ganz gut situierten Mittelschicht sind. Diese Leute haben sich verführen lassen durch Parolen und Schriften einer Bewegung, die sich die neue Rechte nennt. Und all das, was dieses Gedankengut dieser Szene ist, ist mittlerweile, wenn man so will, in den Mainstream leider eingedrungen. Was ist die neue Rechte? Grob gesagt, teilt sich die neue Rechte zunächst mal auf in zwei Gruppierungen. Es gibt den moderateren Teil rund um die Zeitung Die Junge Freiheit. Und es gibt den radikalen Teil rund um Götz Kubitschek. Vielleicht haben Sie den Namen schon mal gehört. Das ist jemand, der inzwischen auch in den Medien stark thematisiert wird. Ein radikal neurechter Vordenker, der residiert auf einem Rittergut in Schnellroda. Und wer Höcke nicht kennt, kennt vielleicht seinen geistigen Zwilling in der Politik. Das ist nämlich Björn Höcke, der AfD-Fraktionsvorsitzende aus Thüringen. Landesweit bekannt geworden seit seinem Auftritt bei Günther Jauch, wo er als erstes die Deutschlandflagge über seinem Sitz drapierte. Aber dennoch, beide, sowohl die radikale als auch die moderatere Gruppierung, teilen im Kern dieselben Vordenker und damit auch das gleiche Weltbild. Ich komme auf die Unterschiede noch zu sprechen. Was ist das Weltbild der neuen Rechten? Und was ist überhaupt die neue Rechte? Warum ist sie die neue Rechte? Warum ist sie nicht die alte Rechte? Also die alte Rechte sind, grob gesagt, sind Neonazis, sind Parteien wie die NPD. Die neue Rechte distanziert sich von Nazis. Sie distanziert sich auch von Phänomenen wie der Holocaust oder von der Holocaustleugnung. Damit hat sie nichts am Hut. Und sie wurde gegründet in den 70er Jahren in Frankreich durch einen Menschen namens Alain de Benoist. Und de Benoist war immer ein Rechtsextremist, der aber das Rechte, sozusagen er wollte das rechte Denken modernisieren und aus der Schmuddelecke herausholen. Und deswegen hat er sich von diesem Nazi-Gedankengut abgesagt und stattdessen angeknüpft an Protagonisten und Schriften der sogenannten konservativen Revolution der späten Weimarer Republik. Der bekannteste Name, Kalb Schmitt,
damals, der später auch Nazi wurde. Andere wichtige Vertreter waren Edgar Julius Jung mit seinem Hauptwerk Die Herrschaft der Minderwertigen und Arthur Müller-Vandenbrück, der hat schon in den 20ern ein Buch geschrieben namens Das Dritte Reich. Das kann man zum Beispiel in München unter Aufsicht in der Staatsbibliothek lesen, und wenn man das liest, dann klingt es wirklich wie die Blaupause dessen, was Björn Höcke sagt. Was vertreten diese Menschen, die zur neuen Rechten gehören? Dazu noch ganz kurz, denn ich habe schon die wichtigsten deutschen Personen genannt. Die knüpfen eben auch an diese Schriften an, Götz Kubitschek verlegt viele dieser konservativen revolutionären Schriften damals aus den 30ern auch wieder. Grob gesagt basiert das auf drei Säulen, dieses Konzept, und die allerwichtigste, die erklärt im Grunde fast alles, was man heutzutage auch an Fremdenfeindlichkeit hier sieht, das ist der sogenannte Ethnopluralismus. Das ist ein Konzept, was de Benoist erfunden hat. Das klingt jetzt erstmal wie Diversity und Multikulti, aber es ist das glatte Gegenteil davon. Denn Ethnopluralismus bedeutet, dass es viele plurale Ethnien geben soll, aber die mögen bitte da bleiben, wo sie herkommen, auf ihrem angestammten Gebiet. Deswegen sollen Araber in Arabien bleiben, deswegen sollen Türken in der Türkei bleiben. Es läuft hinauf auf eine weltweite Apartheid, wenn man es zu Ende denkt. Und es wird richtig grotesk, es wird begründet mit Rassenschutz. De Benoist sagt, er sei Rassenschützer, weil er eben dafür sorgt, dadurch, dass die Rassen unter sich bleiben, bleiben sie eben ethnisch rein und damit bleiben sie erhalten. Also fast ein bisschen wie im Zoo, dass man bedrohte Tierarten schützt. Und dieser Ethnopluralismus, und das ist eben wichtig zu wissen, ist ganz, ganz grundsätzlich. Und er hat sich eben 40,5 Millionen Deutsche, nicht 80 Millionen. Warum? Weil eben es gäbe nur noch 64,5 Millionen ohne Migrationshintergrund. Als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, habe ich mich gefragt, was sagen solche Leute eigentlich zu Michigan? Und Alain de Benoist schreibt in seiner Autobiografie, die übrigens, deswegen darf man die junge Freiheit auch nicht verharmlosen, auch wenn sie nicht ganz so radikal ist wie Kubitschek, denn diese Biografie ist im Verlag der jungen Freiheit erschienen, 2014. Die ist in Frage-Antwort-Form verfasst. Und dann wird de Benoist gefragt, was er denn von Michigan hält. Und dann sagt er ganz nonchalant, naja, also er wolle sich jetzt sozusagen kein persönliches Urteil über den Einzelfall erlauben, aber man könne ja nicht gleichzeitig Rassenvielfalt oder man könnte nicht gleichzeitig Rassenmischung und Rassenschutz propagieren. Also so, da sehen Sie schon, es wird umgedreht. Man tut so, als würde man Menschen schützen, indem man sie möglichst ethnisch voneinander trennt. Bei der AfD ist dieses Konzept mittlerweile sehr weit eingesickert. Götz Kubitschek rühmt sich auch, hat es getan in einem ZDF-Beitrag, dass er Einfluss auf die AfD habe und dort das Gedankengut auch umgesetzt wird. Björn Höcke in diesem Umfeld vor einem Jahr diese Rede gehalten hat zum afrikanischen Ausbreitungstypus. Also da werden dann auch Stereotype gebildet, der sich angeblich zu sehr vermehrt, während die Europäer das angeblich nicht tun. Aber auch in vergleichsweise moderateren Kreisen innerhalb der AfD ist Ethnopluralismus längst an der Tagesordnung, zum Beispiel bei Frauke Petry letztlich auch, die propagiert, dass Muslime sich assimilieren müssen, wenn sie hier sind. Björn Höcke fordert das schon lange, und zwar fordert es nicht nur für Muslime, sondern für Einwanderer ganz generell. Das heißt sozusagen, also wenn schon das, wenn man so will, ethnisch reine deutsche Volk Fremde zulässt, dann müssen sie sich assimilieren. Was heißt assimilieren? Das hat Höcke selbst beschrieben in der Jungen Freiheit. Es bedeutet, dass sie ihre Herkunftskultur nur noch zu Hause ausüben dürfen, dass sie also alles, was fremd an ihnen ist, öffentlich nicht mehr zeigen dürfen. Deswegen am besten gar keine Moscheen. AfD hat dann auch in ihrem Programm stehen Minarettverbot und auch keine Muezzinrufe. Frauke Petry propagiert, wie gesagt, auch Assimilation für Muslime. Und wenn man das zu Ende denkt, dann heißt das eben im Prinzip keine Kopftücher mehr auf der Straße. Es heißt, und man muss es, glaube ich, auch so überspitzen, es heißt im Prinzip dann auch, dass auf der Straße nur noch Deutsch gesprochen wird. Und es heißt übrigens in aller Konsequenz auch, dass alle fremdländischen Restaurants schließen müssten. Denn die haben sich ja nun offensichtlich nicht assimiliert. Also ich frage mich ja immer, ob Menschen wie Björn Höcke zum Beispiel zum Griechen oder zum Italiener gehen. Das passt eigentlich nicht in dieses Konzept. Also das ist sozusagen die erste Säule, Ethnopluralismus.
Der Ethnopluralismus ist übrigens auch das Leitmotiv der identitären Bewegung. Von der Sie vielleicht gehört haben, die identitäre Bewegung ist eine auch aus Frankreich herübergeschwappte Jugendorganisation, die von der Festung Europa spricht und auch das Volk reinhalten will und so ein bisschen sich so einen popkulturellen Anstrich gegeben hat. Die nennen sich also als Abkürzung für identitäre Bewegung IBIPSTER, ist wie Hipster, aber IBIPSTER. Und drehen irgendwelche schicken Videos, wo dann vor Flüchtlingsheimen protestiert wird, haben neulich das Brandenburger Tor besetzt, stören Theateraufführungen und die vertreten eben Ethnopluralismus, wenn man so will, in Reinform. Also erste Säule, Ethnopluralismus. In den 30ern hieß es Pluriversum, aber das Konzept ist das gleiche. Zweites Konzept der neuen Rechten, Antipluralismus. Sie kennen es vielleicht noch wenn man in der Schule irgendwie über die 30er Jahre gesprochen hat und den Niedergang der Weimarer Republik, Schwatzbude. Und so ähnlich wird eben auch heute alles verächtlich gemacht, was nicht AfD ist. Die AfD hat sehr früh damit begonnen, übrigens schon unter Lucke. Die AfD nannte von Anfang an die politische Konkurrenz Altparteien. Mittlerweile spricht sie von Kartellparteien, Konsensparteien. Ich komme gleich nochmal drauf zurück. Björn Höcke redet von inhaltlich entarteten Altparteien. Es wird also konsequent, werden alle anderen Parteien verächtlich gemacht und man tut selber so, als sei man die einzig wahre Partei, die Stimme des Volkes, die Partei, die Mut zur Wahrheit hat. So lautet ja auch einer der Slogans der AfD. Und es wird insinuiert, und das sieht man jetzt auch gerade seit der Trump-Wahl in den USA, das ist ähnlich, dass es eben den Volkswillen gibt und da oben die Volksverräter, die bösen, schrecklichen, linksliberalen Eliten, die den Volkswillen verraten und dem Volk schaden. Bei Pegida lautet es deshalb Volksverräter, man liest inzwischen auch immer häufiger Hochverräter. Und diese Verachtung, das muss man ganz klar sagen, ist ein Novum im politischen Diskurs in Deutschland. Das gab es so früher nicht. Also selbst die krassesten Stammtischparolen von Franz Josef Strauß haben nie den politischen Gegner so verächtlich gemacht. Und damit einher geht auch eine gewisse Verachtung der parlamentarischen Demokratie. Björn Höcke selber nennt die AfD eine fundamental oppositionelle Bewegungspartei. Das hatten wir übrigens schon mal in Deutschland, eine Bewegungspartei, die jetzt glaubt, sie müsse sozusagen den großen Umsturz erreichen. Höcke hat wörtlich im März bei einem Bürgerforum in Thüringen gesagt, man würde natürlich Parlamentarismus auch betreiben und Anfragen stellen, aber insgesamt sei doch die Situation so dramatisch in Deutschland, dass man jetzt keine Zeit habe, und dann sagt er wörtlich, jahrelang Parlamentarismus zu spielen. Man sieht es auch in anderen Parlamenten, es gibt inzwischen statistische Auswertungen, also in Hamburg und Sachsen zum Beispiel zeichnet sich die AfD-Fraktion nicht gerade durch Fleiß im Parlament aus, um es vorsichtig zu sagen. Und ich war im Sommer in Baden-Württemberg in verschiedenen AfD-Hochburgen und habe dort mit FDP-Abgeordneten geredet und die sagten auch alle unisono, also die versuchen halt im Parlament, da machen sie ja ihre Themen Asyl oder so, aber so wirklich ernsthafte Kommunal- und auch Landespolitik ist dann nicht so wirklich sichtbar. Also Antipluralismus, Verachtung, nicht nur der politischen Konkurrenz, sondern übrigens auch der Presse, Stichwort Lügenpresse, wie Pegida das nennt. Frau Petri nennt es Pinocchio-Presse und Björn Höcke spricht von Lückenpresse. Auch das wird verächtlich gemacht. Björn Höcke spricht inzwischen übrigens auch von Altmedien und sagt, man müsse einen alternativen Medienverbund aufbauen, der dann nur noch privilegierten Zugang zur AfD-Information. Also sie versuchen im Prinzip wirklich so an der etablierten Medienlandschaft vorbeizuarbeiten. Genau wie Trump, der mit der Seite Breitbart, eine radikal rechte Seite, auch letztlich großen Erfolg hatte und auch eben konsequent die Medien verächtlich macht. Und das wäre vor 20 Jahren, hätte es nicht funktioniert. Jetzt funktioniert es eben leider durch das Internet, weil Facebook algorithmenbasiert ist und Menschen, die einmal sich in diesen Kreisen bewegen, die bekommen dann auch gefilterte News und lesen das Ganze im Prinzip dann jeden Tag. Das Ganze hat, ich glaube, man kann es so nennen, hat politreligiöse Züge.
Denn diese Menschen glauben, es gibt die eine Partei, die die Wahrheit sagt und alle anderen lügen und die Medien lügen auch. Das ist bei Scientology auch nicht so viel anders. Da ist auch alles, da wird dann auch nur noch Sektenliteratur gelesen und man glaubt selber, dass sozusagen alles dem Untergang geweiht ist und irgendwann kommt die große Erlösung. Auch das, also eigentlich ein klassisches Phänomen von Sekten. Ich persönlich habe bei Leuten, die ich mal als moderate CDUler kannte, die dann aber zur AfD gingen, weil sie die CDU nicht mehr konservativ genug fanden, wirklich gesehen, wie diese Radikalisierung passiert. Also anfangs wird geschimpft auf die Altparteien und irgendwann kommen dann Begriffe wie Volksverräter und sie dringen zu diesen Menschen dann leider ab einem gewissen Punkt auch nicht mehr durch. Also erste Säule Ethnopluralismus, zweite Antipluralismus und die dritte illiberales Denken, antiliberal. Spannenderweise ist der Hauptfeind der neuen Rechten, anders als man vermuten würde, sind das nicht die Linken, sondern die Liberalen. Und zwar nicht die Liberalen im Sinne von der FDP, sondern im Sinne der offenen Gesellschaft. Armin Mohler, einer der Chefvordenker der neuen Rechten in Deutschland, hat sogar ein Buch geschrieben gegen die Liberalen, sagt, mit einem Linken kann man immer noch reden, aber der Liberalismus ist der Untergang der Völker. Warum? Linke denken auch in Kollektiven, denken, ja, sozusagen, dass sie eine Bewegung sind, die etwas erreichen möchte, während Liberale vom Individuum her denken. Und Liberalismus im breitesten Sinne verstanden, möchte eben jedem Menschen ermöglichen, dass er sich persönlich entfaltet und dass er auch frei ist. Beispielsweise, das hatten Sie auch angesprochen, beispielsweise, dass auch Homosexuelle so leben können, wie sie das möchten. All das möchte die neue Rechte nicht. Die neue Rechte empfindet das als dekadent, als verwahrloste Gesellschaft. Björn Höcke nennt sowas Gesellschaftsexperimente. Also das gilt dann praktisch, es ist wieder dieses Untergangstremolo, das angeblich dann auch alles ausstirbt. Inzwischen will, ich glaube, es ist AfD, genau, Herr Poggenburg von der AfD in Sachsen-Anhalt, möchte, dass die Deutschen mindestens 2,1 Kinder haben, aber wirklich sozusagen die Deutschen und alle anderen Modelle werden verachtet, weil sie angeblich eben nicht zur Fruchtbarkeit beitragen. Es wird auch teilweise propagiert, das sagt Herr Höcke, dass politische Politiker in der AfD möglichst viele Kinder haben sollen. Also da kommt halt auch wieder so ein sehr betontes, was ja nichts gegen Familie, ganz im Gegenteil, aber es wird, die Menschen werden daran letztlich gemessen, ob sie möglichst viele Kinder haben und alles andere wird verachtet. Und bei Herrn Höcke geht die Verachtung unserer jetzigen Gesellschaft, die ja eigentlich prima ist, wir haben gute Wirtschaftszahlen, jeder kann im Prinzip ja so leben, wie er möchte, wird so verachtet, dass er sagt, die deutsche Gesellschaft, also wirklich deutlich gesagt, die deutsche Gesellschaft sei kaputter als nach dem Zweiten Weltkrieg. So weit geht das. Das ist das antiliberale Element. Warum verfängt das so? Warum ist dieses Gedankengut so präsent? Es ist deshalb so präsent, weil die AfD und die neurechten Kreise eine große Erzählung liefern, die beim Volk leider verfängt. Und zwar haben sie es geschafft, eine doppelte Diskursverschiebung zu erreichen. Das hat Ralf Melzer, der auch an diesen Mittelstudien beteiligt ist, sehr gut auf den Punkt gebracht. Wir erleben zum einen eine horizontale Diskursverschiebung. Es gab natürlich immer Kritik an Politikern, die muss auch sein. Natürlich muss auch die Presse den Politikern auf die Finger schauen. Und natürlich regt man sich auch auf, wenn man das Gefühl hat, die Politik trifft falsche Entscheidungen. Das ist absolut demokratisch. Aber daraus ist Systemkritik geworden. Und diese Szene schafft es seit einigen Jahren sehr gut, unsere liberale, repräsentative Demokratie mit einer Diktatur zu verähnlichen. Das fing an in den Debatten rund um die Euro-Rettungspolitik. Da war dann plötzlich vom Ermächtigungsgesetz für den Stabilisierungsmechanismus die Rede. Die EU wurde verunglimpft als EU-DSSR. Die Partei hat ein Regime, auch ein Begriff, der mit einer Demokratie nichts zu tun hat, und agiert im Verbund mit der Lügenpresse oder Lückenpresse. Das ist sozusagen das Horizontale, da oben die Diktatur. Und auf vertikaler Ebene ist aus Sorge um die Möglichkeit, ob man die Flüchtlinge wirklich integrieren kann, schaffen wir das tatsächlich, was kostet das, alles legitime Fragen, ist Hass auf das Fremde geworden. Genau das, was Sie dankenswerterweise mit Ihrer Kampagne auch
bekämpfen möchten, ist pauschaler Hass auf die Fremden geworden, auf die Muslime. Man hört es auch immer wieder von Leuten, auch durchaus uns von Akademikern. Ich bekomme das mit bei Freunden in München, die wirklich in guten Positionen sind und nur weil ihre Haut ein bisschen dunkler ist, jetzt plötzlich auch angefeindet werden in der Stadt. Ist dieser Hass auf das Fremde geworden. Und beides zusammen ergibt die große Erzählung von der Kanzlerdiktatorin, die im Verbund mit der Lügenpresse das Volk mit Fremden flutet und dazu beiträgt, dass Deutschland sich, Achtung, Sarrazin selbst abschafft. Exkurs. Götz Kubitschek sagt bis heute, dass Sarrazin der allerwichtigste Türöffner für sie war, dass ohne Sarrazin niemals ihr Gedankengut so erfolgreich in die Mitte der Gesellschaft eingedrungen wäre. Die also das Land mit Fremden flutet und dafür sorgt, dass Deutschland sich selbst abschafft oder noch krasser, dass der Volkstod droht. Auch da hat sich die Rhetorik in den letzten Wochen nochmal verschärft. Bisher las man immer, es gibt den angeblichen Ethnosuizid, also das deutsche Volk schafft sich selbst ab. Neuerdings ist vom Genozid die Rede, vom Völkermord. Also Björn Höcke hat sich vor ein paar Wochen auf seiner Facebook-Seite gefragt, ob die Multikulturalisierung eines gewachsenen Volkes auch Völkermord im Sinne der UN-Charta über Genozid sei. Also so weit geht das mittlerweile. Und damit, um auch was Positives zu sagen, stellt sich natürlich die Frage, wie kann man das aufbrechen? Ich glaube, es ist schwierig, ehrlich gesagt, und es ist genau diese Erzählung, die man durchbrechen muss und die auch gerade, auch jetzt im Zuge der Caritas-Kampagne. Also wir erleben weltweit oder zumindest in der westlichen Welt eine Krise der Demokratie. Wir erleben sie eben leider auch im Moment in den USA und in Großbritannien, Stichwort Brexit. Das macht es eigentlich noch mal prekärer als damals in den 30ern, weil jetzt ausgerechnet die beiden Länder weggebrochen sind, die ja damals diesen Bewegungen in Europa auch Paroli geboten haben. Und die Krise besteht wirklich darin, dass große Teile der Bevölkerung überhaupt keine Vorstellung mehr davon haben, was heißt eigentlich eine liberale Demokratie. Im Osten bricht es weg, Polen, da wo eben im Namen des wahren katholischen Polen Kaczynski und seine Peace-Partei auch Freiheiten einschränken, das Verfassungsgericht entmachten. Viktor Orban spricht in Ungarn davon, dass er das Konzept der illiberalen Demokratie vertritt. Neuerdings sagt er auch, die illiberale Demokratie sei sozusagen das positive Gegenstück zur liberalen Nicht-Demokratie. Dann hat Putin natürlich sehr viel Einfluss auf diese Entwicklung. Wenn wir Pech haben, gewinnt der Front National die Wahlen in Frankreich. Wahrscheinlich gewinnt Hofer jetzt die Präsidentenwahl in Österreich. Also es bricht wirklich was weg. Und man muss ganz, ganz dringend den Leuten wieder vermitteln, was ist repräsentative Demokratie. Es gibt keinen einheitlichen Volkswillen. Und wenn man sich die Querelen in der AfD derzeit anschaut, dann sieht man, nicht einmal in der AfD gibt es diesen einheitlichen Willen. Die streiten sich ja im Grunde intern noch viel mehr als andere Parteien und schaden sich auch wechselseitig. Also man muss wieder stärker ins Bewusstsein rücken, wofür stehen Parteien. Ich glaube auch, dass die Parteien wieder stärker ihre eigenen Milieus ansprechen müssen. Die SPD muss wieder eine stärkere Bindung zum Arbeitermilieu bekommen. Es gibt eklatante Wählerwanderungen von der SPD hin zur AfD. Da ist es plötzlich nicht mehr so die Sorge vor oder auch der Halt des eigenen Arbeitsplatzes im Verhältnis auch zu Konzernen oder so, sondern es ist jetzt eigentlich eher so die Angst, der Fremde nimmt uns oder der Flüchtling nimmt uns die Arbeit weg. In Frankreich ganz ähnlich, die kommunistische Partei, auch die sozialistische Partei haben diese Rückbindung an ihre eigenen Milieus sehr verloren, das muss stärker der Fall sein. Die CDU muss auch wieder versuchen, ihre konservativen Milieus einzufangen, ganz klar zu sagen, was ist noch konservativ, was ist schon rechts. Beispiel, Sorge, ob Integration gelingt, ist konservativ, aber die Forderung, sich zu assimilieren, ist rechts. Also das muss man einfach stärker kontrollieren und den Leuten eben auch wieder vermitteln, dass es ja was Gutes ist, wenn es viele verschiedene Strömungen gibt, die dann irgendwie um den Konsens ringen. Und eine positive Erzählung auch. Nicht immer nur, dass nicht über jedes Stöckchen springen, wenn die AfD wieder provoziert. Und dann ist es eben auch leider, es ist ehrlich gesagt mühevolle Kleinarbeit und da nochmal danke, dass die Caritas das auch macht.
es geht wirklich darum, dass man Veranstaltungen macht, dass man die Leute aufklärt, woher kommt dieses Denken, was möchten diese Leute, was bezwecken sie, wie kann man dagegen halten, Argumentationsstrategien aufzeigen. Achten Sie zum Beispiel mal, wenn AfD-Politiker in Talkshows sind, die lenken gerne ab. Whataboutism nennt sich das. Also wenn ein Problem angesprochen wird, ich habe das selbst erlebt, ich war mit einem AfD-Politiker aus Mecklenburg-Vorpommern mit dem Vorsitzenden Herrn Manteil in einer Radio-Talkshow. Und ich habe ihn dann gefragt, was sagen Sie eigentlich dazu, dass einer Ihrer Spitzenkandidaten mit jemandem von der Identitären Bewegung zusammen auftreten wollte. Ich werde mich jetzt nicht ewig distanziert. Ach übrigens, das ist eigentlich Heiko Maas, hat doch da neulich diese linksradikale Band irgendwie getwittert. Hat er tatsächlich leider. Aber so ist es, ne? Es wird da What About? Englisch Muster aus Zeiten des Kalten Krieges ablenken und sagen, was ist denn das und das. In den Talkshows weiter Leute in Grund und Boden reden. Frauke Petry macht das ständig. Frauke Petry redet so lange, bis sie diese Themen wieder so gedreht hat, dass eigentlich kritische Nachfragen nicht funktionieren. Es gab aber eine Sternstunde, das kann ich nur empfehlen, unbedingt googeln, Deutsche Welle, Tim Sebastian, also geschrieben Tim Sebastian, englischer Journalist, hat Frauke Petry interviewt im Sommer 20 Minuten lang und hat sie wirklich gegrillt. Also er sagte dann, sie behaupten doch, die AfD sei nicht fremdenfeindlich, und dann sagte sie, it's not. Und dann sagt er, aber was ist denn mit der Pegida-Bewegung? Ja, mit denen haben wir nichts zu tun. Und dann sagte Herr Sebastian, aber ihr Herr Prezell hat doch gesagt, we are also, also wir sind auch Pegida-Partei. Und dann war sie still. Da konnte sie nichts mehr kontern. So muss man es machen. Man muss den Diskurs hart führen, aber man muss gleichzeitig auch versuchen, das ist mir auch ein echtes Anliegen, wenn man mit diesen Menschen redet, die in diese Richtung tendieren, ihre Ansichten kritisieren, aber nicht sie selber. Leute als Pakt beschimpfen oder als Pöbel oder als dumm verbietet sich. Man kann nicht die verrohte Sprache der Rechten kritisieren und dann selber ihre Anhänger so bezeichnen, als Christ mal gar nicht. Also ich finde, es gebietet auch eine christliche Haltung, das nicht zu tun, egal wie schlimm man ihre Ansichten findet, aber ganz pragmatisch gedacht ist es eben auch so, dass man niemanden von diesem Gedankengut entfernt, indem man ihn persönlich beschimpft. Last but not least wollte ich noch darauf hinweisen, dass wer jetzt denkt, dass dann auch selbst mit der AfD so schlimm ist, nicht, doch das ist es. Björn Höcke ist mittlerweile der heimliche Star der Partei. Frauke Petry wurde jetzt auch eingezäunt. Sie wird nicht alleinige Spitzenkandidatin. Und Jörg Meuthen hat im Sommer versucht, sich an Höcke anzubiedern, hat am sogenannten Kyffhäuser-Treffen teilgenommen. Das ist ein Treffen, das dieser radikal rechte Flügel um Björn Höcke einmal im Jahr veranstaltet am Kyffhäuser-Berg, weil dort der König Barbarossa schläft, der irgendwann das Deutsche Reich wieder zur Stärke zurückführen möchte. Und ich wollte ihn abschließend, um nochmal klar zu machen, wie radikal und gefährlich diese Leute sind, vorlesen, was Björn Höcke dort unter anderem gesagt hat. Er hat zum einen gesagt, unsere Partei muss immer wissen, dass sie die letzte evolutionäre Chance für unser geliebtes Vaterland ist. Evolutionäre Chance, die letzte. Das heißt, danach kommt die Revolution, der Bürgerkrieg. Es gibt ganze Schriften in der rechten Szene, die reden jetzt schon von den Zurüstungen zum Bürgerkrieg. Des Weiteren redet er, und jetzt kommen wir sozusagen, es wird beschworen, dass das deutsche Volk angeblich sich zu sehr belädt mit Schuld. Es wird also nicht sozusagen die Verantwortung angesichts dessen, was hier passiert ist und in der Nazi-Zeit hochgehalten, sondern es wird im Gegenteil, es wird so ausgedrückt, deswegen sind wir wehrlos gegenüber fremden Kulturen und Ideologien. Deswegen gehen wir Tag für Tag mit gesenktem Haupt durch unser Land. Das Volk muss endlich seine verlorene Männlichkeit zurückfinden. Da spielt dann auch dieses antifeministisch-latent-frauenfeindliche Element rein. Die Geduld unseres Volkes ist zu Ende. Schon die alten Römer wussten vom legendären Furor Teutonicus zu berichten. Wir lassen uns nicht abschaffen. Ich weiß, wir brauchen in dieser Zeit starke Nerven. Die Politik der Altparteien wird von Tag zu Tag unerträglicher. Die Altparteien sind nicht nur inhaltlich erstarrt, sondern, und das hat er dann in der Rede besonders betont, kann man angucken bei YouTube, sie sind inhaltlich entartet. Er weiß natürlich genau, worauf er anspielt, wenn er entartet sagt. Und abschließend
geht noch weiter, aber ich lese Ihnen das jetzt abschließend noch vor. Wir werden Ihren tiefen Fall beschleunigen und bald ist die Messe für die Kanzlerdiktatorin Merkel gelesen. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir das verhindern wollen. Und so schlimm und schrecklich das alles auch klingt, ich glaube, man kann das, aber es wird hart. Und ich glaube, es ist auch jetzt Zeit zu handeln, denn wie gesagt, die Beispiele Brexit und Trump haben gezeigt, wie schnell es auch gehen kann. Vielen Dank für Ihr Zuhören und ich freue mich über Fragen.